Hallo, hier ist Phil von Level Up German und es ist Zeit für ein neues Video. Heute sprechen wir über folgendes Thema hier, nämlich dieses Wortbildung. Wie kann ich Wörter bilden in der deutschen Sprache, indem ich viele Nomen zusammensetze? Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Dazu kennst du sicher auch schon ein paar Beispiele. Es wird ja sehr gerne sich auch darüber lustig gemacht in der deutschen Sprache, dass man bei dem Deutschen so lange Wörter hat, oder? Weil da ganz viele Sachen miteinander kombiniert werden. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ein Wort als Beispiel wäre zum Beispiel dieses hier, der Schreibtischstuhl. Ja, Schreibtischstuhl. Wir haben also einmal einen Schreibtisch und einmal haben wir einen Stuhl. Hier ist der Schreibtisch und daneben steht der Stuhl. Natürlich, es ist der Stuhl. Das ist unser Hauptobjekt. Deswegen ist es eben auch hauptsächlich ein Stuhl. Aber unser Schreibtisch erklärt dieses Wort näher und sagt, das ist eben kein gemütlicher Wohnzimmerstuhl. Nein, es ist der Stuhl für den Schreibtisch. Es ist der Schreibtischstuhl. Deswegen kombinieren wir Nomen miteinander, um sehr detailreich also ein Objekt benennen zu können. Da es hauptsächlich der Stuhl ist, entscheidet auch der Stuhl über unseren Genus, also maskulin, und auch, ob es also im Singular oder im Plural genannt wird. Wenn ich also zwei Stühle habe, dann habe ich auch die Stühle. Schreibtisch ändert sich aber nicht. Die Schreibtischstühle. So ist es auch bei anderen Wörtern. Und da haben wir dann natürlich auch maskulin, feminin oder neutrum. Nehmen wir zum Beispiel dies hier, der Schokoladenkuchen. Dann haben wir die Kaffeetasse und das Schulkind. Es ist das Kind. Aber es geht zur Schule. Das Schulkind. Es ist die Tasse, aber hier drin ist Kaffee. Also ist es eine Kaffeetasse. Und ich habe leider keinen Schokoladenkuchen. Schade. Aber es ist eben ein Kuchen und er ist aus Schokolade. Der Kuchen, die Tasse und das Kind. Wichtig ist manchmal das Fugenzeichen. Mit dem Fugenzeichen ist ein S gemeint, zum Beispiel in dem Wort Orientierungshilfe haben wir das zum Beispiel. Da siehst du dieses S. Das steht zwischen Orientierung und Hilfe. Dazwischen steht das kleine S. Und das verbindet die beiden Wörter miteinander. Bei Fugenzeichen gibt es keine Regel. Aber es gibt eine Orientierungshilfe. Und die schauen wir uns mal an. Da können wir uns nämlich an den Endungen der Wörter orientieren, also an den Suffixen. Dafür machen wir eine Tabelle mit folgenden Suffixen hier. Unkheit, Keit, Schaft, Tum, Link, Ion und Ität. Beispielhaft kann man folgende Wörter nennen: Übung, Wahrheit, Wahrscheinlichkeit, Mannschaft, Altertum, Frühling, Information oder Relativität. Wenn ich also jetzt hier ein weiteres Nomen verknüpfen möchte, dann brauche ich dieses Fugen-S. Das sieht dann so aus: Übungsgruppe, Wahrheitselixier, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Mannschaftsstärke, Altertumsforscher, Frühlingsputz, Informationskampagne und Einsteins Relativitätstheorie. Das ist wohl das häufigste Fugenzeichen. Und hierfür würden wir diese Endungen also wissen müssen. Ebenfalls
kann allerdings auch zwischen den Wörtern manchmal ein N stehen oder ein ER. Und das hat eine andere Ursache und die schauen wir uns hier an. Der leider hier nicht vorhandene Schokoladenkuchen. Es ist die Schokolade und der Kuchen, aber da steht jetzt ein N zwischen den Wörtern. Und das hat auch einen Grund. Das N ist nämlich nichts anderes als unser Plural. Im Singular ist es die Schokolade und im Plural sind es die Schokoladen. Und dieses N von die Schokoladen, das landet, wenn wir zwei Wörter miteinander kombinieren, dazwischen. Leider gibt es hier wirklich keine Regel, wann das passiert. Und hier müssen wir einfach das Gefühl spielen lassen. Wir hören zu, okay, es ist nicht Schokoladekuchen, sondern Schokoladenkuchen. Und dann schreiben wir uns das eben auf unsere Vokabelkarte oder wir üben es einfach sehr häufig. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Okay, dieses Thema, die Wortbildung mit den Nomen, ist sehr theoretisch, aber ich möchte, dass ihr das sehr schnell in die Praxis umsetzen könnt. Dafür mache ich heute auch nochmal ein Quiz mit euch und ich habe auf der nächsten Seite in meinem E-Learning-Kurs, der ist kostenlos, da findet ihr auch viele kostenlose Übungen, mit denen ihr das üben könnt. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung, falls ihr dieses Video gerade bei Facebook oder bei YouTube schaut. Okay, ich danke euch, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.